Hallihallo, nee, Xiangxiongshang, wie auch immer. Wir spielen die Chinesenjagdpanzer. Also wir versuchen es zumindest. Hallo Pax. Moin Moin. Komm, das Ganze doch mit ein bisschen mehr chinesischem Flair machen. Mama! Ja, also wir versuchen jetzt chinesische Jagdpanzer zu spielen. Wird sehr amüsant. Und ja. Ich habe keine hohen Erwartungen. Ich kann Chinesisch. Konnichiwa. Oh, eine wahre Bereicherung für das Let's Play. Oh mein Gott. Das haben sie nicht gewusst. So, White Park. Eine sehr interessante Map. Und da stehen wir hier mit unserem beschissenen... Ich bin ein bisschen aufgeregt. Du bist aufgeregt. Oh, aufregend. Ja, Krieg. Es ist nur das Keck! Komm, wir fahren rechts. Komm, wir gehen auf unseren kleinen Sniper-Turm. Hey, Arschloch. Oh, das ist ja weggerammt. Hey, aber immerhin ist er schneller als du. Wäre Teamkill aktiv, hätte ich ihn jetzt über den Haufen geschossen. Ich hätte dir geholfen. Das freut mich. Dum. Wir sind das alles. Klar. Unser komplettes andere Team ist auf der komplett anderen Seite. Ja, komm, wir werden können, sterben. Komm, können wir jetzt hier ja richtig hart durchpushen. Push. Ellie, die versuchen schon unsere Panzer zu zerstören. Push. Vielleicht kann ich da ja schon mal... Oh ja, warte. Der frisst das ist. Boom, 33 Damage. Da kommt noch mehr. Boom, Alter. Oh, 34 Damage, Alter. Und die Kette gezogen, Alter. Hör mal, ne, wir knallen die ja richtig mal auf, Alter. Vielleicht ich hab den einen, den... Ja, Ratsch, ich hab den Zweier, den... Die Kette rausgerissen. Dem Ashigaru, oder was? Joa. Pass auf, ich push den jetzt, Alter. Wie wir Chinesen das halt machen. Er fällt weg. Er hat seine Kette repariert und perfekt. Und dann ist er wieder gezeckt. Also hier, ich kann immer noch smiten. Die Gegner pushen hier jetzt aber. Boom, und da habe ich den ersten Kill. Ja, scheiße. Oh, geil. Das ist auch ein Kill. Oh, scheiße. Da habe ich aber ein bisschen daneben geschießt. Oh, schon wieder. Scheiße. Geschießt. Hey, ja, logisch. Geschießt. Ich habe auch daneben geschießt. Läuft bei dich. Ich habe auch ein bisschen daneben geschießt. Oh, schieß. Da habe ich aber ein bisschen daneben geschießt. Geschießen. Ihr sollt mit der Scheiße aufhören. Wir spielen Chinesen. Was wird da denn wohl von uns erwartet? Oh, zweiter Kill. Alter, eine Sekunde früher und ich, eine Sekunde später, ich hätte ihn geholt. Ich habe abgeschossen. Leider hast du getroffen. Scheiße, 944 EP, Alter. Deshalb so, dann kann ich mir jetzt hier nämlich schon beide Pakete kaufen. Und das zweite auch schon einbauen. Boom, Alter. Du weißt nicht, wie ich mich jetzt auf den dritten Panzer dieser Scheißreihe freue. So, also T26 GFT spielen wir natürlich gleich nochmal. Alter, Junge. Der nächste, der Stufe 3 Panzer ist einfach nur ein Fake von der CIS 30. Scheiß Faker. Boah, sieht der geil aus. Alter. Komm, hau raus das Ding. Den T26 GFT. Besatzungslos. Hey, warum? Ich hab die eine Besatzung an den Stufe 3er schon rausgehauen. Hey, wir spielen doch noch gar nicht Stufe 3, Alter. Warum kaufst du den schon, Mann? Ach. Ich hab mir den nur gegönnt, um halt ein bisschen mehr schon zu haben, aber ich habe jetzt auch ganz viel Glück gehabt, dass ich so viel hatte, dass ich den schon erforschen kann. Sonst hätte ich den gar nicht erforschen können. So.
Und Free EP würde ich dafür nicht ausgeben. Habe ich auch nicht. Jedenfalls ich nicht für die Japaner. Bekommen. Liberty Falls. Jetzt. Ja. Jetzt kommen die Chinesen. Es müsste mal eine Karte geben, die ja in China oder in irgendeinem naheliegenden Land von China ist. Und das heißt, jetzt kommen die Chinesen. Also eine Map, da gibt's ja, ne? Die haben sie ja endlich wieder in die Rotation mit reingebracht. Die war ja ist ja auf dem PC, da ist die sogar sehr beliebt und die haben sie jetzt endlich wieder eingefügt. Und wie heißt die? Keine Ahnung, den Namen habe ich nicht im Kopf. Aber die haben auf jeden Fall zwei neue Maps ja eingefügt. Die eine habe ich schon gespielt, da weiß ich den Namen aber nicht. Die ist auf jeden Fall mega geil. Da bin ich mit dem sturen Emil einfach vorgepusht und habe 5 Kills gemacht und überlebt. Und ich habe einen... Was für eine Kanone hast du gerade drauf? Keine Ahnung. Die zweite oder die erste? Die Top Gun. Die Top Gun habe ich auch. Geil. Komm, da können wir jetzt hier ja richtig hart wegschniepern. Ey, wer pusht mich denn da? Ja, du Lappen, du. Du da mit deinem Premium-Scheißpanzer. Und auch den da. Oh, Kacke, vollkommen rein. Alter, ich treff nix. Ich hab seine Kette getroffen, deshalb nimmst du. Nee. 66 Schaden. Aua. Ich kassiere von der Seite. Au, ich auch. Au. Lass mich wieder sein. Ich bin M2. Bing. Wir pushen uns. Ach, was du nicht sagst. Oh, Panzer 2 ein bisschen reingeballert. Und nochmal. Reingeballert. Und da ist er down. Oh, scheiße. Au, Nikon. Ja, ich seh's. Aua, 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 aua. Junge. Du dämlicher M2 Light Opfer, du. Komm, dann spielen wir jetzt nochmal eine Runde 8er. Können wir 4er spielen? Ich muss mein B1 noch hochspielen. Ich kann mich auf 7er abhandeln lassen. Den da. Sagst du gerade, der einen 2er gespielt hat? Ja. Friedemessers online, vielleicht will er mitspielen. Wir machen jetzt aber erstmal die Folge zu Ende. Okay. Aber du kannst ihn ja ruhig mal einladen. Party ist ja eh offen. Von daher. Ich starte nochmal ein. Flugfeld. Krieg. Oh, hey. Ich mag die Map. Also an sich die Map, die finde ich auch geil, ja. Abgesehen davon, aber dass... Friedemesser spielt gerade im Moment Warfarmer. Dann brauche ich was den. Was heißt denn? Dann brauche ich den Typen. Dann brauche ich ihn trotzdem. Jetzt nicht so ein Typ namens Ding Dong. Halt wieder Messer. Nach dem Video mit uns spielen. Das Video wird wahrscheinlich sowieso nicht mehr so lange sein. So, auf geht's. Mach's mal lauter, du bist voll leise. Fährst du geradeaus über den Hügel? Ich fahr hier hinten. Ja. Ach, da hinten fährst du ja. Okay. Das ist deine Stufe E-Mail aufgepackt. Aber logisch. In Warfonder ist die Stufe 4. Warfonder ist auch scheiße. Wie schon gesagt. Warfonder ist nicht scheiße. Warfonder ist geil. Ey, das Ding ist, ich kann auch einfach das War von der Let's Play einfach sein lassen oder die Videos einfach sein lassen. Was hat das jetzt mit meiner Meinung zu War von der zu tun? Nein, ich sag ja nur, ich kann es ja auch ganz einfach sein lassen mit War von der, wenn du es ja scheiße findest. Ich persönlich finde das Spiel scheiße. Ich persönlich werde es nie spielen, weil ich kein Freund von diesem Spiel bin. Fertig.
Kannst du mir sagen, warum du kein Freund davon bist? Weil ich persönlich einfach die im Allgemeinen das zum einen das Matchmaking ist scheiße. Die Panzer können sie nicht anständig balancen und das sind einfach Punkte, die finde ich gerade so in einem Spiel als Schwerpunkte gesehen werden. Wenn sie das nicht auf die Kette bekommen, dann sehe ich keinen Grund, warum ich mir das antun sollte. Ja gut, das Matchmaking ist manchmal schon scheiße, aber nicht. Das heißt, das Matchmaking ist ja nur dazu da, dass man gegen faire Gegner spielt. Ich finde das zum Beispiel als Tiger P unfair gegen den Defender spielen, weil wenn der halt down ist, ich krieg den nicht kaputt. Klar, untere Wanne. Ich habe gesagt, wenn der halt down steht, dann krieg ich den nicht kaputt. Ah, okay. Das heißt, untere Wanne perfekt. Ja. Ja, gut. Dann gibt es auch so andere, nämlich Mäuschen, kann ich auch gegen kämpfen. Hawker 101P kann ich auch gegen kämpfen. Alle Panzer, die halt richtig geile Turmpanzer haben und sehr, sehr geile Panzer haben, auch an der Wanne. Und wenn die halt down stehen, ich krieg die nicht kaputt. Oh, wir haben einen Schweden, Chinesen. Boah, Mann, du Drecks Mavalent Arschloch. Fahr mir aus der Sonne. Echt. Sonne? Ich hab eine 12-8er Knie. Es gibt keine Sonne auf dieser Map. Boom, 504. In den Schrott die Fender gepumpt. Mit Mavalent gepumpt. Aua. Alter, mich defapieselt sich jetzt. Voll der Lappen. Da gehe ich in eine 500er Kelle und schon hat der Typ ab. Voll der Schisshase, der Typ. Ach komm, Oho, trau dich. Nein, der vergisst sich lieber. Guter Oho-Spieler, so spielt man den Oho. Du hast es so hart verstanden. Und ich baue uns einer Seite von dem Oro, ja, ist klar. Ist klar. Ich habe gerade eine Artillerie-Bounce gekriegt. Das fand ich recht lustig. Oh, danke, T34, dass du jetzt den Schuss abgefangen hast, damit ich keinen Treffer reinhaue. Als ob ich bei einem Oro nicht. Oho, das ist gut möglich. Ich fühle mich trotzdem mal irgendwie so ein bisschen beschissen. Kannst du ja dich auch holen. Irgendwas ist ja noch vor mir. Das Einzige, was ich diese Runde bis jetzt geschafft habe, ist ein Zieltreffer. Und das war eine 500er Kelle. Ich habe einen Gegner verstärkt und 6 Treffer. Da schießt irgendwas in Automatik auf mich. Das könnte... Das sind zwei Panzer! Scheiße, warum stehe ich denn jetzt alleine gegen den Oho, Alter? Das ist wahrscheinlich... das sind beide Jagdpanzer. Die sind gegen mich. Ja, T34, wenn du nicht rumfährst, ich werde da jetzt gewisslich alleine gegen den Oho rumfahren, Alter. So weit kommt er nicht. Wir sind aber beide auch nicht mal so gut mit Leben da. Tschüss. Oho ist raus. Das war jetzt mal ein sehr schöner Treffer. Sag mal, bei dem Oho, der hat ja vorne noch zwei kleine Türme. Wenn du auf den Turm drauf schießt, da kommst du locker durch. Habe ich jetzt eben rausgefunden. Damit wissen wir jetzt auch, wie wir den Oho knacken können. Das kann man auch bei einem OI, bei einem ON. Kann man bei jedem bis auch bei den 9 und den 10. Bei den Typ 4 und Typ 5, ja. Alter, nice, man muss. Aber die Dinger, die sind ja auch kein bisschen overpowered. Nee, also der Typ 5 und der Typ 4, die sind schon krass überpowered.
Nein, gar nicht. Die sind total normal. Balanced. 1484 EP, läuft. 1944 EP. Läuft. Ich würde mal sagen, da haben wir uns aber einen Schulterklopfer verdient. Was spielt ihr denn in War Thunder? World of Tanks. Eigentlich wollten wir jetzt die Chinesen spielen. Madame 1 und Madame 2 hat aber was dagegen, wenn ich jetzt mit den Dreier spiele. Ich habe den Dreier doch jetzt auch, von daher. Das ist auch dein Dreier? Ja, ich habe genug EP. Toll. Dreier? Muss ich mal eben X gedrückt halten. Ich meine, spiel die gewertete Gefechte oder wie? Nein. Nee, wir spielen normale Schlachten. Ach so. Ich habe jetzt schon drei Premium-Panzer. Umsonst. Oh, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Du spielst das Spiel auch voll sechs, lange. 6, 7, 8, 9. 9 Stück. Ey, Panzer bei den Chinesen ist genauso wie bei den schwedischen Panzern direkt 0. So ungefähr, ja. Also meine Lieben, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, vergesst nicht eine Bewertung und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Pax, möchtest du auch noch abschließende Worte sagen? Konnichiwa. Sehr schön. Also, bis zur nächsten Folge.